Ja, ich bin insgesamt sehr zufrieden. Wir haben heute mal über 90 Minuten kämpferisch und taktisch sehr gute Leistung abgerufen haben. Und was viele vielleicht jetzt auch nicht so richtig verstehen werden, was ich jetzt gleich sagen werde, wir haben den entscheidenden Punkt für den Klassenerhalt heute geholt in Lippstadt gegen einen richtig guten Gegner. Das bedeutet, der FC Gütersloh wird im nächsten Jahr wieder in der Oberliga spielen. Jetzt gilt die größte Aufmerksamkeit von uns allen und die größte Kraft, die wir investieren müssen, ist, dass wir unseren Verein wieder in der Stadt besser platzieren, damit wir die nächste Saison wirklich gut vorbereiten können, dass wir nächstes Jahr ohne Sorgen eine Oberliga-Saison spielen können. Und ich glaube, dann werden wir auch eine richtig gute Mannschaft haben, die vielleicht auch zu mehr in der Lage sein wird als Platz 15.